eine feste Burg ist unser Gott. Die Idee ist vor ziemlich genau 3 Jahren entstanden. Da hatten wir einen Pastoralkolleg des Kirchenkreises Hersfeld in Hofgeismar. Und dann haben wir mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gesagt, was die Katholiken können, das können wir auch. Wir schaffen es, 95 Traktoren zu sammeln, die sich vom Eichhof nach Heringen bewegen werden. Nun fahrt mit Gottes Segen. Gott halte schützend seine Hand über euch. Er öffne euch Augen und Ohren für die kleinen und großen Wunder am Wege. Wir haben es irgendwie geschafft, diesen Kirchenkreis in Bewegung zu bringen, und das wollten wir. Wir wollten zeigen, Kirche ist in Bewegung, Kirche verändert sich, und die Traktoren stehen dafür, dass man sich bewegt, aber eben nicht so ganz schnell, sondern eher gemächlich, entschleunigt, ein bisschen auch mit Genuss. Und wir hoffen sehr, dass das heute ein Tag wird, der Menschen so sehr begeistert, wie wir als Vorbereitungsteam schon seit 3 Jahren begeistert sind. Hier aus Asbach mit einem. Kirche in Bewegung, das ist ja heute das Motto hier im Kirchenkreis Hersfeld, und ich freue mich sehr, dass so viele Menschen deutlich machen, dass es bei 500 Jahren Reformation nicht alleine nur um Martin Luther geht, sondern um eine ganz große Bewegung, an der sich Jung und Alt, Männer und Frauen engagiert beteiligen. Wir machen das heute mit Traktoren, aber vor allem auch mit ganz, ganz vielen Leuten aus nah und aus fern. Das freut mich.